Dirty Ursel grüßt meine Freunde des gepflegten Ego-Shooter-Skisports und präsentiert euch heute ein dreckiges Herrschaftsmatch auf der wunderbaren, schmutzigen Karte WMD. Ja, die WMD-Karte, die kann ich im Moment überhaupt gar nicht mehr sehen, weil die unheimlich oft im Moment bei Black Ops kommt und die teilweise echt irgendwann hängt sie einem aus dem Hals raus. Trotzdem zeige ich sie heute. Ich weiß nicht, wie euch oder eure Erfahrungen da sind. Jedenfalls habe ich hier wie immer oder sehr oft die AOG-Bar mit dem Doppelmagazin dabei. Wieder in schmutziger Goldtarnung und dem geilen Unterschied Boom da drauf. Das heißt, ich spiele wieder mit Felinator 1000. Habe hier Blackbird Light, sage ich jetzt einfach mal, dabei. Das heißt, auf der 4 die Konterdrohne, auf der 8 den Blackbird und auf der 11 die Dirty Dogs. Blackbird Light, warum Blackbird Light? Weil ich eigentlich, weil man sonst normalerweise 8, 9, 11 spielt, ich spiele hier 4, 8, 11. Das heißt, der Chopper Gunner ist diesmal nicht dabei, deswegen nenne ich diese Eröffnung einfach mal Blackbird Light. Finde ich eigentlich ein bisschen verschwenderisch, weil ich mir immer denke, okay, wenn du zu 8 kommst, kommst du auch locker zu 9 und wenn du bei der 9 bist, dann kommst du auch ganz locker zu 11. Deswegen finde ich diese Kombination eigentlich recht verschwenderisch. Habe ich mir aber mit so ausgesucht, weil die Hunde hier auf der Karte eigentlich, finde ich, gut passen. Und der Chopper Gunner hier für mich eigentlich nicht so sinnvoll ist, weil eben auch hier viele Häuser sind, wo sich der Gegner halt viel verstecken kann. Ihr merkt also, ich jongliere immer so ein bisschen mal im Abschussserien, meinen Killstreaks-Auswahl, weil ich mir da auch vorher immer so ein paar Gedanken mache und auch einfach das so aussuche, wie ich gerade Bock darauf habe. Und ich denke, wie das so zu der Karte passt, das solltet ihr eigentlich auch immer machen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch abhängig von den Gegnern, wie kann ich es erreichen, weil 8 und 11 muss ich nicht, muss ich nicht unbedingt gegen gute Gegner mitnehmen. Die kann ich mir auch für andere Sachen aufheben oder wenn ich merke, ist es schwer heute zu erreichen oder hat man so Tage einfach heute 8 und 11, irgendwie schaffe ich es nicht, geht man einfach mal ein bisschen runter und davon sollte man das Ganze auch abhängig machen. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt, weil ich bin hier gerade, habe gerade Feierabend und ich denke die ganze Zeit so drüber nach, was ich doch als nächstes Thema so ansprechen könnte. Und da ist mir nämlich ein Thema so aufgefallen, weil ich so die Kommentare von letztens einfach mal so durchgelesen habe unter dem Video Second Chance und da waren so Sachen bei wie, ja, meine Leitung ist so schlecht und ich habe nur eine 3000er Leitung, habe nur zwei Balken, sicherlich ist das schwer, aber das hat mich so, es erinnert mich einfach so daran, das ist mir so eingefallen, einfach so an meine Zeit. Ich weiß, jetzt sagt der eine oder andere, boah Ursel, jetzt redest du als wie so ein alter Mann. Nein, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch, ich sag mal, jetzt ein Stück weit, sag ich mal, so viel älter, aber so alt, dass ich schon einfach mal von der Zeit, wo ich jünger war, sprechen kann. Das heißt einfach, womit ich angefangen habe, war einfach noch mit Super Nintendo und Game Boy. Das heißt, ich bin so von dieser Computergeneration oder Zockergeneration eigentlich, womit es eigentlich anfing, groß geworden. Das heißt, ich habe auch quasi die ersten großen oder die ersten Konsolen miterlebt, als ich noch ganz ein kleiner Ursel war und nicht doch heute wieder schmutzige Ursel, sondern ich hatte es eigentlich wirklich von Anfang an mitgemacht und ganz anders erlebt. Und bei uns, ich weiß noch, wie mein Bruder damals den Atari bekommen hat, wo zwei Strichmännchen quasi in der Tennis gespielt haben. Das war das Mörder-Ding überhaupt. Das war so genial damals, als wenn ihr heute so eine Xbox 360 zu Weihnachten bekommt oder was weiß ich, von mir aus meinetwegen die nächste, die PlayStation 4 oder die neue Xbox. So geil müsst ihr euch das vorstellen, so geil war das damals, als Atari rauskam. Für diejenigen, die überhaupt gar nicht wissen, was Atari ist, könnt ihr ja einfach mal googeln. Weiß gar nicht, ob Google das überhaupt noch findet, ich denke aber schon, weil das schon so alt und dreckig und ranzig ist einfach. Und im Sinne zu dieser Internetleitung muss ich einfach an denken, wie ich früher mit 14, 15 mit Nintendo 64, mit vier Leuten wirklich an einem Apparat, an einem Fernseher und Splitscreen gezockt habe. Das war nämlich GoldenEye damals und das war das richtig geile Spiel und wir konnten überhaupt gar nicht Internet spielen. Ich habe PlayStation 2, das war total geil, als PlayStation überhaupt rauskam. Nicht PlayStation 2, sondern die PlayStation an sich, die war total geil, als das damals rauskam. Der eine oder andere kennt es mit Sicherheit noch, mit Tekken, Gran Turismo,
Seifenfilter und Twisted Metal und was es da nicht alles gab. Sicherlich gab es da FIFA auch schon oder Pro Evolution, das habe ich auch unheimlich gerne gespielt. FIFA jetzt nicht so viel, ich habe da mehr so Pro Evolution gespielt oder wie es damals hieß, International Superstar Soccer. Die Anfänge davon. Und da war es überhaupt undenkbar, überhaupt an Internet zu denken. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass das zu einer Zeit war, wo Internet wesentlich teurer war, wo eigentlich diese Internetzeit eigentlich so zustande kam, wo so man eigentlich die ersten PCs zu Hause hatte, zu Hause stehen hatte, die Familien sich überhaupt oder gerade mal in der Lage waren, sich sowas überhaupt leisten zu können, weil auch wenn es der schlechteste PC aller Zeiten heute gewesen wäre und jeder abkotzen würde, wenn er so ein Ding zu Hause hätte, es war damals gut, das Neueste, was es auf dem Markt gibt oder gab, und in Bezug auf Internet, das war wahnsinnig teuer. Also es war diese Flatrates und sowas, die waren überhaupt gar nicht möglich, weil es einfach die Telefonrechnung und überhaupt das ganze Ort, den ganzen Rahmen gesprengt hätte und die Eltern wahrscheinlich gesagt hätten, ob man nicht so alle hätte und dass das auch überhaupt gar nicht zu bezahlen sei. Man, wenn ich so daran denke, so eine ISDN, glaube ich, so eine Leitung, das wurde wirklich über Telefonleitung noch wirklich schön ordentlich über den PC eingewählt. Mit Telefonnummer hat man richtig noch gehört, wie das Moped sich da eingewählt hat, damit man im Internet ist. Und das war super langsam und super schwierig und alles und super teuer. Und man musste wirklich aufpassen, dass man da wirklich die Zeit im Auge behält, weil sonst hat man sich wirklich richtig jeden Monat wirklich richtig darüber gefreut, über die Telefonrechnung nämlich gefreut, weil die nämlich super teuer gewesen wäre. Und dementsprechend wäre das überhaupt gar nicht denkbar gewesen, überhaupt, und abgesehen auch mal von den Konsolen, online-mäßig zu spielen. Das erinnert mich einfach so an diese Zeit zurück. Sicherlich hat man immer offline gespielt, wie das sich das so heute so schön heißt. Als ich angefangen habe, auch online zu zocken, und das war nun mal, ich glaube, ab der Xbox und ab der PlayStation 2 ging es so langsam los und war auch damals möglich. Glaube ich zumindest, wenn ich da was falsch erzähle, korrigiert mich da bitte. Aber so erinnere ich mich jetzt gerade daran. Das waren so die Anfänge, da habe ich nicht über Multiplayer gespielt oder online-mäßig, sondern habe eigentlich wirklich auch mit PS3 wirklich online oder Mehrspieler-Modus, Multiplayer-Modus angefangen zu zocken. Und wie schön das. Und seitdem ich das spiele, möchte ich es auch gar nicht missen. Mir sind diese Offline-Spiele hauptsächlich eigentlich mittlerweile wirklich langweilig. Es sind, sei denn, es ist GTA oder so solche Spiele, die man auch schön offline spielen kann. Aber mittlerweile möchte ich das gar nicht missen. Auch mit den ganzen Freunden, auch online, wie man sich unterhalten kann und sowas alles. Das möchte ich überhaupt gar nicht missen. Das finde ich eigentlich super geil und das andere ist eigentlich mittlerweile ziemlich langweilig. Warum ich das eigentlich so erzähle, ist eigentlich wie, um euch einfach mal daran zu erinnern, wie schön das eigentlich alles in der heutigen Zeit ist und wie gut es ihr es habt und damit aufwachst und es für euch eigentlich schon normal ist, eine Flatrate mit Online-Zugang zu haben. Das soll jetzt nicht irgendwie abwertend darüber kommen oder sonst irgendwas oder mit hoher Nase irgendwie abfällig rüberkommen, das, so will ich das gar nicht sagen, aber das erinnert mich eigentlich einfach daran, wie schön es eigentlich die heutige Zeit ist und dass man die eigentlich genießen sollte. Wenn da der ein oder andere vielleicht ist, der eigentlich mal eine schlechtere Leitung hat oder wie auch immer, dann kann ich es verstehen, dass man sich darüber ärgert. Ich ärgere mich auch über eine schlechte Leitung, aber es gibt mittlerweile wirklich viele Online- und ich sag mal, Telefonanbieter und Internetanbieter, die es einem ermöglichen, auf eine schlechte Internetseite heute eigentlich, oder auf eine schlechte Internetverbindung eigentlich verzichten zu können. Da kann man sich gut informieren im Internet, macht das einfach mal. Das muss es nicht sein, man muss kein schlechtes Internet heute mehr haben. Und darauf kann man vielleicht auch mal seine Eltern, wie man selber davon abhängig ist, auch vielleicht mal dazu überreden, etwas günstigeres zu nehmen und auch eine bessere Leistung zu haben hinterher einfach. Das einfach mal so zwischendurch als Thema. Ich denke, das wird es auch mal zwischendurch einfach mal geben, unabhängig vom Gameplay, einfach mal was anderes von mir. Ich denke, das gefällt euch so und mir gefällt es auch, damit ich auch mal was über was anderes quatschen kann. Nächstes Mal gibt es wieder was, mit Sicherheit was über den DNO. In diesem Sinne verabschiede ich mich, bleibt dirty und bis bald.